Na? Ah, geht doch. Quick Kill. Ich sollte auch mal das ins Target nehmen, das Attentatsziel, weil ich denke mir gerade, ich bin noch keine 200 Meter entfernt. Wir müssen widerstehen! Wir müssen zurückschlagen! Das Feuer des Krieges frisst sich durch das Land und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch, aber ich sage, es ist eine Ehre, sein Leben im Ziel zu lassen. Und Leute, ich hatte recht, wir werden auf jeden Fall hier lang kommen. Okay, das ist Attentatsziel. Oh. Ja, jetzt wird's lustig. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Einpferchen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nichts. Hilfe! Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Okay. Boah, Leute, das wird jetzt eine Metzelorgie. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Erledigt ihn! Flieh, solange du noch hast. Gut! Erledigt ihn! Ist die Frage, ob wir da überhaupt angreifen können. Alter! Softlock fast. Alter, ich kann nichts machen. What? Wombo Combo. What the fuck war das? Wurden Sie entdeckt? Stoßen Sie die Leute aus dem Weg? Das war doch gerade die Wombo Combo vom Herrn, oder? Ich weiß nicht. Ich kann ja auch nicht den Kampf beenden. Ich kann nicht aus dem Kampfmodus raus. Dass ich hier das Klettern anfange. Ich habe keine Chance gegen die, aber ich kann doch nicht aus dem Kampfmodus raus. Ah, fuck, dann kontert die Dinger halt weg. Ja, gut. Autsch, Leute. Wow. Wenn der Animus anzeigt, dass sie von einer informiert. Okay. Das wird euch eine Lehre sein. Erbärmlich.
Werden es überhaupt weniger? Das kostet dich den Kopf. Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegt. Hey, das werden nicht weniger. Ah, meine Fresse! Was soll ich machen? Ich kann den Kampf nicht beenden. Ich kann nicht aus dem Kampfmodus raus. Ich kann jetzt erstmal versuchen, 20 Stück zu killen, okay, aber... Wow. Ah, okay, ich krieg doch mal Luft hier ausnahmsweise. Komm schon. Der ist da. Hab dich! Ihr könnt nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten? Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr, in eurer Unwissenheit. Euren Geist abschirmen, ne? Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. So, ich mach mal kurz einen Abflug. Na klar, die haben mich. Natürlich sehen die mich hier wieder. Okay. Eins, zwei. Wie soll ich da? Da ist eine Leiter. Auf den Dächern ist es immer am besten. Habt ihr das gesehen, was ich gesehen habe? Der Kerl, der da unten steht, der muss doch bemerkt haben. Der muss doch einfach bemerkt haben, dass ich... Okay, das Problem ist... Der schaut in die falsche Richtung.
Okay. Da bin ich wieder aus dem Schneider hier. Gut, das heißt, wir sind relativ fertig in diesem Gedächtnisabschnitt. So, natürlich. Da hinten ist es das Büro. Ich dachte, hier wär's. Nein, tatsächlich ist es hier um die Ecke. So, das hätten wir. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Zurück zu Al-Mualim. Ah, okay. Ich dachte schon, ich muss jetzt den Weg zu Fuß zurücklegen oder zu Pferd. Verdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stone. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Na geil. Können wir mit der reden? Nope. Ist da hinten irgendwas Interessantes für uns? Nö, nö, nö. Gar nichts Interessantes hier. Aber wir haben mal wieder. Wir sind in der Gegenwart, aber derzeit können wir. Warum schaltet er sie immer an? Es ist seine Maschine. Seine Theorien, aber er hat sie nicht selbst gebaut. Wer dann? Sie? Nein. Abstergo hat ein Ingenieursteam. Es gibt nicht viel, was sie nicht haben. Aber ich habe den Zusammenbau überwacht. Schätze, deshalb ist er immer wütend auf mich. Er ist ein Arsch. Er steht unter großem Druck. Wie wir alle. Unglaublich, dass Sie diesen Kerl verteidigen. Warren rettete mein Leben. Wenn er gern ein bisschen herumbrüllt, lassen Sie ihn. Okay. Wie er rettete Ihr Leben? Sie sind nicht der Einzige, der nachts nicht nach Hause geht, Desmond. Moment, Sie sind eine Gefangene? Als sie auf mich zukamen, habe ich gerade meine Doktorarbeit beendet. Die Uni hat deutlich gemacht, dass ich dort keine Zukunft hätte. Sie mochten das Thema der Arbeit nicht, nannten es Pseudowissenschaft. Sie sagten, ich würde die ganze Fakultät in Verruf bringen. Es war überall dasselbe. Bei den anderen Unis und Firmen, wo ich mich vorstellte. Mir gingen ziemlich schnell das Geld und die Zeit aus. Und ich war so kurz davor, Kellnerin zu werden. Dann kam ein Brief. Von Widdig? Er verfolgte meine Karriere seit dem Erstsemester und wollte mich treffen, um über meine Zukunft zu sprechen. Sie können sich nicht vorstellen, wie gut das tat. Also habe ich ihn getroffen. Was hatte ich zu verlieren? Er bot Ihnen einen Job an. Ja, hier bei Abstergo, um beim Animus-Projekt zu helfen. Es bot mir eine Chance, meine Professoren zu widerlegen. Wie hätte ich das ablehnen können? Ich habe den Teil verpasst, wo Sie gefangen wurden. Manchmal frage ich mich, ob die nicht hinter allem stecken. Ob die das alles so manipuliert haben, dass ich in diese Situation kam. Die können das. Die können alles. Ich habe nicht nachgedacht, als ich zusagte. Sie haben mir sogar gesagt, dass ich kaserniert werde. Für 6 Monate, maximal 1 Jahr. Wenn das Produkt fertig wäre, gäbe es keinen Grund zur Geheimhaltung mehr. Aber bis dahin sei ich ein Gast der Firma. Zumindest haben sie das gesagt.
Und als er fertig war? Sie kamen, als ich schlief. Drei Kerle. Bewaffnet. Sie zerrten mich aus dem Bett. Gott, das Schlimmste war, dass ich sie kannte. Einer von ihnen, Richard, wir haben manchmal zusammen Mittag gegessen. Und jetzt wollte er... Sie haben Witze gerissen. Ich wollte weglaufen. Er schlug mich. Und dann sagte er mir, dass ich sterben würde. Gott, was haben Sie getan? Nichts. Ich habe mir dauernd gesagt, ich träume nur. Und dann kam Warren. Er schrie sie an, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Und sie gehorchten. Unglaublich. Er ist kein glücklicher Mann, Desmond. Ich würde nicht einmal sagen, dass er ein guter Mann ist. Aber er hat mich gerettet. Sie kamen nicht zurück. Und er hat versprochen, dass sie nie wieder kommen würden. Sie sitzen immer noch hier fest und arbeiten für die. Aber ich lebe. Wie auch immer, ich muss den Animus reparieren. Wir sehen uns morgen, Desmond. Wow, sehr interessante Geschichte. Gar nicht müde? Okay, dann werden wir wohl mal als Desmond in die Haie gehen. Was zum... Jemand war hier drin. Sieht aus wie ein Zugangscode. Ein Zugangscode. Diese Kamera ist echt komisch. Okay, haben wir sonst noch irgendwas hier drin? Nee, okay. Das war schon das Schlafenlegen. Gut. Der nächste Morgen. Raus aus dem Bett. Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drin bleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht Sie so besonders, so clever, dass Sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles, von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Ja, die Zeit mag drängen, aber ich würde sagen... Uiuiui, da pennt fast weg der Desmond. Ich würde fast sagen, dass wir das in der nächsten Aufnahme von Let's Play Assassin's Creed weitermachen. Ja, Leute... Ich habe schon wieder Stoff für 8 Folgen, wenn ich es richtig sehe gerade. So, die Zeit, das müsste hier hinkommen, dass ich es in 8 Folgen schneiden kann. Meine Fresse, ist das viel. Haben wir ziemlich viel Zeit verbracht in Jerusalem. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lassen würdet von YouTubes Seite aus. Also diejenigen, die es gerade auf YouTube sehen. Die Folge in der Nachbearbeitung. Was ihr davon haltet, dass ich das so ein bisschen im Live-Let's Play mache. Und auch die Leute, die im Stream zuschauen, ein bisschen mit einbeziehe. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Was haltet ihr davon? Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Mich würde auch freuen, wenn die Leute, die im Twitch-Chat agieren, mir mal so ein bisschen die Meinung sagen könnten, was sie davon halten, dass ich jetzt mal ein bisschen was anderes streame. Ja, das wäre soweit das. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal die Aufnahme stoppen. Danke für die Leute, die auf YouTube zuschauen, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed. Bis dahin, tschö tschö.